Leute, Serplin hier. Heute geht es mal darum, dass ich diesen gesamten Hass gegenüber Same-Sex-Couples, also halt, wenn halt zwei Männer oder zwei Frauen zusammen sind, und diese gesamte Hate dagegen, wenn Same-Sex-Couples halt einfach irgendein Kind adoptieren, so. Ich verstehe nicht, wo zur Hölle ist dieses verfickte Problem, wenn irgendwie zwei Typen, die einander lieben, ein Kind adoptieren oder zwei Girls, die einander lieben, ein Kind adoptieren, so. In meinen Augen ist es halt scheißegal, was für eine Geschlecht oder was für eine Zuordnung oder was auch immer du hast, solange du das Kind gut erziehen kannst, so gut mit dem bist, ne, nett, du schlägst dein Kind nicht oder so, dann ist mir das scheißegal, ob du jetzt trans bist, asexuell, schwul, so, solange du gut, naja, mit dem Kind umgehst, finde ich, da ist kein Problem. Aber anscheinend haben so viele Leute so eine richtige Angst davor, dass irgendwie homosexuelle Leute oder halt irgendwie nicht heterosexuelle Menschen irgendwie halt Kinder adoptieren, weil dann würden die den Kindern ja beibringen: Hey, übrigens, du bist kein Untermensch, wenn du zum Beispiel auf dein eigenes Geschlecht stehst oder wenn du trans bist oder keine Ahnung, asexuell, was auch immer. So, Leute haben wirklich Angst davor, dass es schlecht für die Kinder sein könnte, wenn ihnen beigebracht wird vom Kindesalter: Hey, übrigens, nur weil du auf jemanden stehst, bist du nicht gleich ein fucking Untermensch. So, es ist irgendwie schon traurig, dass es solche Diskussionen überhaupt geben muss, aber anscheinend, man braucht es ja, weil, hey, wir haben nichts Besseres gerade zu tun in einer globalen Pandemie. Also, ja. Ich verstehe es nicht ganz, warum Leute dagegen sind, da solange halt nicht irgendwie, naja, der Erziehende irgendwie ein Arschloch ist, der sein Kind jeden Tag irgendwie einmal über den Schenkel nimmt und wupp, reinhaut. So, solange das nicht passiert, ist es doch scheißegal, was der für eine sexuelle Orientierung hat oder so. Es ist doch drecksegal. Naja, ich kann nichts an der Welt ändern. Danke, wenn du es dir angehört hast bis hierhin. Du bist cool, ne? Bleib toxisch. Denk dran, deabonnier mich, dislike mich. Entbimmel die verdammte Glocke und jetzt.